Reicht das? Nein, das reicht nicht. Das ist ätzend. Wo ist die andere? Da unten natürlich. Habe ich. Also was auch total lustig ist, ich hatte halt super Probleme hier Viecher zu töten, ne? Aber seitdem ich quasi die, ach klar. Das ist dumm. Das ist actually dumm. Seitdem ich quasi die Hades-Rüstung wieder ausgezogen habe. Und jetzt wieder mit der Dings-Rüstung rumlaufe. Oh ja, plötzlich wieder Schaden. Es ist halt Content-Streckung. Das ist alles besonders dumm. Sehen, so ISO-Lore-technisch. Ne, Hypno. Ja, da komme ich nicht rein. Unten ist eine Kiste. Jop. Ja, ich meine alleine dieses, was wir jetzt schon haben, ist das schon Content, streckt das schon Content. Weil überleg mal, ich komme jetzt nicht weiter, bis ich da unten nicht mein Wissensding auf volle Karacho habe. Und ich laufe schon nur durch die Dinger und mache nur die Wissensteile. Ich mache nicht mal den ganzen anderen Shit. Also der ganze Wissenskram ist echt merkwürdig. Ich bin im Ballon liegen Atlantis, das mal zu Scotland Origins anzufangen. Ja, ich meine, ne? Im Grunde genommen hast du ja Origins Part 0 schon gespielt. Nennt sich Vermächtnis der ersten Klinge. Oh, ich bin immer noch so mad darüber, dass das Ding einfach nur Setup ist. Ist hier nichts anderes drin? Ich meine, ich finde ihn jetzt nicht schlecht, den DLC, also die Episode. Man muss ja bei Atlantis aufpassen, dass man in Episoden redet, weil Episode 1 war gut, Episode 2 war vollkommener Trash und bisher ist Episode 3 okay. Ich muss vorsichtig sein, hier sind viele Wachen.
Die sind alle so blind. Schon, gib mir genug, damit ich die scheiß Kacke hier machen kann. Nope. Nope, nope, nope. Das hat auch nicht gereicht. Das ist ja frustrierend. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich noch machen kann, wo ich noch nicht die ISO-Datenbanken rausgeklaut habe? Die Horrorsammlung, maybe. Oh, das ist schief hier. Nein, ich habe dieses Boot nicht versenkt. Das war schon so, ich schwöre. Also ich muss gestehen, dafür, dass ich gestern extrem hyped war auf diesen DLC, bin ich jetzt so ein bisschen, man könnte sagen, runtergekühlt. Runtergekühlt trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, das Baby im ersten DLC. Alter, der Designer war auch so like, viel Spaß mit den Albträumen. Weil das war, das ging gar nicht. Ist das dasselbe Setup wie eben? Scheint ein anderes zu sein. Nö, nö, keiner hier. Könnte ich die Welt jemals anders sehen? Alles erscheint mir jetzt so klar, als würde ich mit neuen Augen sehen. Ja, ich habe jetzt alles an ISO. Also ich, nein, klar, ich kann jetzt weiteres ISO-Gedönse sammeln, aber... Wer hat keinen da nutzlos? Keiner hier. Ja, und alles, was du jetzt an Bonus-ISO-Wissen holst, ist quasi fucking useless. Weird. Yeah!
Hast du gesehen? Er hat nichts davon mitgekriegt. Plötzlich habe ich nicht mehr die Hades-Rüstung an. Und schon habe ich nicht mehr das Gefühl, ich sterbe dauernd. Zufall? Irgendwie nicht. So. Ab Hades mit der Piratenrüstung gespielt. Ja, ich hatte ja die Hades-Rüstung angezogen. Und bin jetzt wieder auf die Piratenrüstung gewechselt. Und das war halt ein himmelweiter Unterschied. Also das ist echt absurd, was für ein Unterschied das ist. Du, Fun Fact, ist mir eben eh aufgefallen. Ja, eben. Sobald du alles hast, kannst du einfach die Gravur irgendwo draufklatschen. Aber das habe ich halt eben nur durch Zufall gesehen. Hey. Wow. Bei Nacht sieht das Ganze ja mal halbwegs nice aus. Eine bösartige Ziege! Ich rette euch! Brenn, Ziege, brenn! Ich wüsste halt einfach gern, was passiert, wenn ich jetzt ein bisschen Story rush. Weil ich meine, so ultra viel länger wollte ich eh nicht machen. Aber ich wüsste gern, ob danach noch was kommt. Weil irgendwie weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon alles war. Also ich würde es ihnen zutrauen, dass das alles ist. Oh, Cassandra sieht jetzt alles. Oh, cool. Ist jetzt allwissend. GG. Thanks for playing our game. Now go and buy all the fucking DLCs for reasons. Ins Boot! Okay, dann nicht. Ja. Ja. Ich meine, Layla muss ja noch ihre tote Tante da wieder überleben mit dem Stab. Also da gehe ich zumindest zu 90% von aus. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Echt? Wo? Hier? Gut. Oh, du. Hi. Ach so? Okay. Tschö.
Plus 3 unnützes ISO-Wissen, was einfach im Nether verschwendet, weil Riesens. Joink. Mach mich allwissend. Los. Strafe des Kronos. Okay, sure. Was ist das? Wo hier? Auf dem Waffenruf. Aha. Okay, das ist aber cool. What? Das ist cool. Ich meine, das ist gimmicky as fuck, aber... Und kein Mensch braucht es, aber... Das hat was. Damit habe ich alles. Dann gehen wir nochmal zurück zu Onkel Poseidon. Wait, ich muss noch eben das Adamantit mitnehmen. Und Freeload halt. Übliche, kennt man ja. Shut up. Mir fehlt die ISO-Datenbank. Donk. Du wirst halt echt mit Fähigkeitspunkten totgeschmissen. Absolut totgeschmissen. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon mit 4, 5, 6 Punkten rumgelaufen bin. Weil du halt echt nicht weißt, wohin damit. Okay. Feuer umgeben vom Wasser. Oh, ich kann jetzt hier Shit schmieden. Stelle eine legendäre Waffe in der Schmiede von Atlantis, ja. Okay. Dann bin ich hier zur Auswahl. Zugang gewählt. Initiiere Schmiedeprotokoll. Bevorzugte Waffenkonfiguration auswählen. Attentäter. Attentäter, Speer der ISO. Okay, also du kannst entweder einen Dolch haben. Weiß ich nicht, was das
Dings irgendwas? Wait, was sind das denn für lustige neue Gravuren, die ich da gerade im Augenwinkel gesehen habe? Kleinen Moment. Kleinen Moment. Guten Tag. Hi. Erstens mal, wo ist die Waffe, die ich gerade gekriegt habe? Da. Wandle einen Bonus von 50% Schaden um, damit er für alle Schäden gilt. Okay. Und dazu kann ich jetzt noch nehmen. Oh, das ist lustig. Habe ich das nicht gerade auch mit Kriegerschaden gesehen? Wandle einen Bonus von 50% Kriegerschaden um, damit er für alle Schäden gilt. Dude, das ist so dumm. Ja, das ist ein lustiger Speer, Alter. Bis zum nächsten Mal. Okay, just for the lulz. Wie hart bufft das meinen Damage? Ich meine, ich habe jetzt noch nicht an. Aber wir können ja mal raten. Also ich gehe mal davon aus, dass es beides so plus 1000? Ja, plus 5000. Nein. Die Anzeige stimmt nicht. Niemals. Wie sieht denn der überhaupt aus? Ich finde es halt schade, dass du kein... Okay, auf dem Rücken sieht der nice aus. Okay, was sagt meine Main Quest? Wait, das war's? Wait a second, was? What? What? Ich bin gerade super verwirrt. Okay, Moment. Müsst ihr erst alle Quests machen? Ja, das ist das, was ich mich gerade auch frage. Weil ich glaube nicht, dass das alles war. Das wäre ein bisschen derp. Das wäre ein bisschen herb derp. Herb derp 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 herb. Ich meine, ich habe da oben noch eine Quest, ja, aber das ist nicht mal meine Hauptquest. Das ist irgendeine empfohlene Kapitel, whatever, Quest. Das ist so weird. Okay, ich brauche aus einer Festung noch irgendeinen blöden Polmarch, ne? Okay, den habe ich. Den habe ich. Den habe ich. Hier fehlt er mir. Mir fehlt noch ein Polmarch und einmal Adamantit. Und für das Adamantit-Ding würde ich mir dann den Dolch holen, wenn ich ehrlich bin. Und macht das dann Sinn, wenn ich für den Dolch auch? Ja, an sich schon. Das ist so weird. Ah ja, und mir fehlt hier das Adamantit. Oh, ich weiß auch warum. Was ist das hier überhaupt? Ja, der muss hier sein. Da ist Schäfer. Wir gehen jetzt erstmal Schäfer töten. Mietchenkatze.
Sie werden mich suchen. Ich ja, muss werden sie. Sein. Jetzt habe ich nur eine Quest offen. Achso, jetzt soll ich durch die Gegend schleichen und irgendwie Adamantit finden oder was? Ja, die sind lustig, ey. Ist hier Adamantit drin? Wir sind zwei Schätze. Dass in einem davon Adamantit ist, ist sehr wahrscheinlich. Ross ist nicht verfügbar, der ist mal wieder am Schlafen. Warum kann ich hier nicht hochklettern? Dein Ernst. Was? Das ist ein leeres Regal. Cassandra, please, da schaffe ich das sogar hoch. Mit einer fucking Krücke. Mit zwei Krücken. Mit zwei Krücken und einem amputierten Bein, please. Holy fuck. Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist das Wissensding, aber das Wissensding bringt mir nichts. Maybe das Horror-Sammlungsding noch? Mir fehlt halt ein Barren. Ich glaube, wir gehen mal zu dem Horror-Sammlungsteil. Oh mein Gott, da kommst du ja nicht mal gescheit hin. Naja, doch, es geht. Und los geht's. Nö, nö. Nö, nö, nö. Ella. Da bin ich nicht reingekommen oder so, ne? Die sind hier überall, ey.